Schönen guten Abend. So, es geht gleich los. Die Uhr schlägt in knapp über einer Minute Viertel nach neun. Und das ist heute Rocket-Monatsmission. Zeit. Ja, ich habe mich entschlossen, dieses Mal das zu übertragen. Habe ich bisher noch nicht. Bisher war mir immer meine Konzentration doch ein bisschen wichtiger. Aber jetzt sage ich, hey, Moment mal, die Show muss weitergehen. Die Show muss auch losgehen. Das wird schon irgendwie werden, ne? Und was man sagen kann, die beiden letzten Versuche, ich war schon, habe zwei Monatsmissionen in diesem Jahr schon gespielt beim großen Rocket, in dem Versuch, mich fürs Finale zu qualifizieren. Und ja, die beiden letzten Versuche waren katastrophal. Also ich bin immer irgendwie in den letzten 10, 15 Plätzen gelandet, völlig chancenlos. Und deswegen irgendwie habe ich, man soll nicht abergläubisch sein, aber irgendwie habe ich diesmal heute ein gutes Gefühl. Und auch deswegen dachte ich, so, zeige ich das mal. Und da gibt es eigentlich jetzt ja nur positive Varianten. Entweder ich habe wirklich ganz gute Karten, dann könnt ihr euch entweder mitfreuen, oder wenigstens können wir ein paar schöne Spiele bewundern. Und wenn es wieder auf die Fresse gibt, ja, dann ist geteiltes Leid eben halbes Leid. So habe ich mir das überlegt, so habe ich mir das gedacht. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Ob ihr mir nun die Daumen drückt oder nicht, das könnt ihr für euch ausmachen. Auf jeden Fall wollen wir mal schauen, wie wir an die Sache rangehen. Und ja, was kann ich noch zum Ablauf und zum Drumherum sagen. Es müsste jetzt gleich losgehen. Ich habe hier eine relativ große Stream-Verzögerung eingestellt, deutlich größer als sonst, über 2 Minuten. Also es soll hier niemand in die Karten schauen können, nicht mal der Ansatz der Möglichkeit. Das Turnier ist ja sowieso maskiert. Und so gesehen bin ich ganz optimistisch, dass das alles wunderbar hinhaut. So, wir haben 3x12 Spiele. Dazwischen wird gesetzt. Da seht ihr es schon. Guck mal, der Eisvogel wünscht mir hier auch schon Erfolg, dass es mal klappt mit dem Jahresfinale. Ja, aber wenn nicht, wir haben gerade mal April, ne? Also da kommen ja noch ein paar Möglichkeiten. Ich bin optimistisch, dass das Rocket-Jahresfinale auch im nächsten also auch dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres wieder mit mir stattfindet, dass ich da wieder dabei sein kann. So, es sind 48 Teilnehmer, könnt ihr auch sehen, 48 sind gemeldet. Das sind jeweils 12 aus den letzten 4 Wochen, die besten 12 jeweils, die sich für diese Monatsmission qualifiziert haben. Ja, und heute gibt es eben 7 Direkttickets fürs Jahresfinale zu schnappen und ab dem 8. Platz, beziehungsweise auch für die, die sich schon fürs Jahresfinale qualifiziert haben und trotzdem nochmal mitspielen, gibt es auch richtig satte Preisgelder. Also so oder so, egal wie es ausgeht, selbst auf den letzten Plätzen gibt es noch ein bisschen was zu holen. Also mein Kontostand noch bei 99 Euro, aber das wird heute im Laufe des Abends sicher nach oben korrigiert. Also gute Nachrichten, so oder so. Und wenn nicht, dann habe ich das Finalticket. So, wen haben wir denn heute hier alles am Start? Patruschka ist dabei. Wie schön, dass du es geschafft hast, der Kesselflicker. Brian Biker, yeah. Und ihr seid auch noch heute in Chatlaune, das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Ich muss jetzt anfangen, mich hier zu konzentrieren. Also wünscht mir mal, dass ich ein bisschen gerade Karte heute spiele und dass ich nicht mit irgendwelchen Aussetzern glänze. Und ja, dann geht die Fahrt los. So, 18, 18, 18. Nö, eigentlich nicht. Also ich weiß auch, viele, die hier natürlich qualifiziert sind, die sind das natürlich aus diesen Wochenqualifikationen, aus den Wochenmissionen schon gewohnt, dass man ziemlich viel Gas geben muss, ne? Und die viele sind da immer noch relativ stark auf dem Gaspedal unterwegs. Und das, da bin ich jetzt eher so der Typ, der schon sagt, ne, das ist jetzt schon 36 Spiele, das in der Summe, das ist schon ein anderer Schnack. Also da werde ich
nicht typischerweise auffällig, dass ich sofort hier alles auf eine Karte setze. Ah, da kommen die Trümpfe 3 zu 3 und hat er einen Pik. Die Viererlänge, habe ich ihn da voll getroffen? Ja, sieht so aus. Gut, Viererlänge bei geschlossen, noch ein Ass dabei. Das Spiel gewinnt er immer. Wenn ich mit Karo loslaufe, dann hat das vielleicht ein bisschen schwerer mit dem Schneider. Aber letztlich war das eine absolute Qualitätshand von Spieler 1. So. Also wollen wir erstmal ein bisschen geduldig sein. Erstmal ein bisschen ins Turnier reinschnuppern. Da ist hier bisher noch nichts los. Pik 7 wäre so eine Karte, die findest du gerne bei dem Blatt, aber eigentlich kannst du sie auch nicht finden, weil warum solltest du 18 sagen, ne? Und wie solltest du damit ans Spiel kommen? So, da geht ein Gerang los. Gut, mein Partner haut alles auf den Tisch, aber da ist schon Feierabend. Das war's schon. Sitzt natürlich auch gut auf Schneider, muss man sagen. War nichts los. Also, zwei Hausnummern haben wir schon stehen. Ja, und das sieht doch so aus, als wäre das meine Hausnummer. Drei Asse, die beiden alten, das ist ja schon mal recht überzeugend. So, eine 10 oder so hätte gut getan zum Grang. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, dann werden wir es bei dem 5-Trümpfer belassen. Frage, sauber glatt drücken oder vielleicht sogar mal, ich glaube, wo ich in Trumpf auch nur die Luschen habe, ich habe mal Lust, hier den Herz mit 7 Augen runter zu spielen. Also über den Grang denke ich ehrlich gesagt in diesem Spiel noch gar nicht nach. So, 7, 18. Einmal von unten auf jeden Fall. 27. Ja, ich glaube, mit dem Blatt soll man die Chance nutzen, von oben zu ziehen. 33, gut, ist noch kein voller gefallen. Wenn die beide jetzt in einer Hand stehen, dann ist es maximal ungünstig. Ist aber nicht der Fall. Trumpf steht 3-3. Das ist halt die eine Chance, die du hast. So, und dann kann ich jetzt, wo Kreuz 10 auch weg ist, eine Farbe mal oben unten spielen. Ja, und Pik 10, die hole ich mir dann auch noch. Also, anders drück, hätte ich hier 4 Augen gespart, aber das machte bei dem Spiel dann auch nicht den Kohl fett. So, nun haben wir, sind wir auch gelandet, jeder eine kleine Nummer. Dann kommen wir erstmal an, können uns erden. Kann ich euch erstmal zuprosten. Heute natürlich ganz diszipliniert natürlich jetzt auch ein Wasser. Ne? Nicht so wie beim SenseGuard oder so, wo es dann die Koffein- oder zuckerhaltigen Getränke gibt. Nein, 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 nein. Heute schön mit Wasser. Gefeiert wird nämlich später. So, passt auf 35, ja gut, dann denke ich mal, ist die Pik 10 eine adäquate Karte. Durch die Reizung unterstützt, war auch so gedacht. So, und wenn mein Partner jetzt Pik Bube noch hat und noch ein paar Piken, dann könnte das eine knappe Kiste werden. Ah, da hat Spieler 1 hier schon mal richtig Glück, dass er die Kreuz 10 einsackt. Ja, dann steigen natürlich die Chancen, dass auch Herz noch läuft. So, was hat er da? 19, 40. Wenn er jetzt Herz Ass und Karo Ass noch durchkriegt, gewinnt er sowieso. Deswegen werde ich hier schon mal auf die Chance ein Bild fallen lassen. Aha. 15, ja. 25, 36. Lautes Mitzählen in diesem Fall mal erlaubt. 43. So, alles rein. Und jetzt, oh, der ist geplatzt. Das Karo Ass auch noch. Das konnte dann nicht gut gehen. Hier muss die Glocke das erste Mal zum Einsatz gerufen werden. Pling. Ja, der. Da war die blanke Kreuz 10 zu wenig. Die lange Pikflöte und zwei Bauern in einer Hand haben gereicht. Plus Karo Ass. So, ich denke, den darf man schon ein bisschen reizen. Ne? Obwohl der natürlich auch noch ein bisschen was braucht, wie zum Beispiel das Karo Ass. Jetzt sieht er gut aus. Jetzt sieht er sehr gut aus. 20er Reizung oder auf 22 gepasst. Macht mir erstmal auch nicht unbedingt Kummer. Spricht nicht
notwendigerweise dafür, dass Trumpf irgendwie komisch dagegen steht. Können wir, glaube ich, auch einen roten Buben diesmal spielen. Pik 10. Ah, war tatsächlich blank. Dann hat er wohl Herz gereizt. Das war jetzt natürlich ein Stich, der nicht ganz so schön ist. Hier aber wieder Kompensation. Und jetzt Trumpf 1-1. Alles wird gut. So, was haben sie liegen? Sind sowieso schon raus, ne? Karo wird zu dritt stehen, bin ich mir ziemlich sicher. Was haben sie denn da jetzt liegen? Einmal den Bau. Ne, sind schon raus. Dann können wir es auch so rum abkürzen. So, was ist hier los? Der erste Spieler geht mal kurz ein Käffchen holen. Das ging aber schnell. So, guck mal, das war schon mal 3 Mal Punkte am Stück. Ein schöner kleiner Zwischenspurt und es geht erstmal weiter. Und wenn du in diesem Turnier zu spät quasi die Karten kriegst, dann stellt sich ja auch schnell vorher so eine gewisse Nervosität ein. Und da ist das wirklich sehr erfreulich, wenn am Anfang schon solche Spiele hier vorbeikommen. So, und in dem Fall komme ich jetzt, glaube ich, an dem Gang nicht vorbei. Die einzige Frage ist ja nur 14 Augen Kreuzdrücken. Ist natürlich noch so eine Seitenstabilität, aber die 10 wird auch natürlich, die muss ich dann auch im Zweifel auf der Verlustseite verbuchen. Also das hat für und wider. Ich glaube aber, ich werde die Kreuz 10 hier mal im Blatt halten. Ein bisschen Glück kommt Kreuz, Herz oder Pik auf. Ja. Und dann habe ich vielleicht sogar die nicht mal gefährliche. Nein, es kommt Karo hinterher. Jetzt einen Buben zu ziehen wäre doch ein bisschen frivol. Dann muss ich gegen Bauern in einer Hand noch volle zuschmeißen. Also gehen wir mal über die Dörfer. 6, 16, 27. 37, 41. 52. Na, hält der auch, der hält auch. Dann können wir jetzt natürlich einen Buben mal spielen und unsere Schneiderchance suchen. Ja, die war hier aber nicht zu suchen, beziehungsweise die konnte ich zwar suchen, aber die konnte ich hier nicht umsetzen. Gegen die Jungs in einer Hand trotzdem ein schönes Spiel. So, nun wird es auch Zeit für eine kleine Pause. So, ein Herz. Dann gucken wir mal, wenn man hier sowieso so ein Bild verliert, dann lockt manchmal so ein Bild eine 10 raus, wenn die einfach bestellt ist, wenn das Ass dahinter gesessen hätte. Na, das war hier die Entscheidung zwischen Kreuz oder Karo, dass ich lieber mal in Kreuz Dame greife. Wenn das Ass beim Alleinspieler ist, macht es keinen Unterschied. Ich glaube, jetzt können wir mal Pik greifen. Wahrscheinlich werden wir hier mit den ganz glatt stehenden Trümpfen sowieso nichts werden, aber wenn, dann überhaupt nur, wenn wir hier so ein bisschen versuchen, die Trümpfe so zu trennen. Gut, klappt nicht, sind nicht 2 Piken gedrückt. Und wenn wir es dem Spieler nicht so leicht machen, aber er hat den 5 Trümpfer, er hat den alten, er zieht auf Trumpf 3-3. Und ich glaube, jetzt hat er noch die Karolusche. Nee, Kreuz 10er, so stark. Ass 10, Ass 10 an der Leitseite, Luxusprobleme, konnte sogar noch eine Karolusche drücken. Also bisher haben wir hier sehr gute Spiele gesehen, bis auf diesen einen Gang, der allerdings natürlich auch mit der Reizung schon sich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt hatte. So, für 0, ne? Für 0, aber 3 Baustellen. Gut, Pik 10 gilt beim 0 schon fast als Qualitätsbaustelle, die ist gar nicht so schlimm. Und Herz Ass wollen wir vielleicht abdichten. Gut, aber wenn da 18 gehalten werden, das waren in sich mal so die Versuchs-18, ne? Dann werde ich wahrscheinlich für den 0 sowieso nicht rankommen und üblicherweise ist auch nicht so gut, dass man dem jetzt eine Träne hinterherweinen muss, dass man das Spiel nicht bekommen hat. So, wieder 2 Jungs dagegen. Jawohl, aber jetzt hier natürlich ein Kreuz zugeschnappt, wo nicht viel zu holen war. 12 Augen. So, er hat 3 Kreuz, 2 Bauern. Er hat noch ein paar andere. Weiß nicht, ob da Pik 10 jetzt überambitioniert wäre. Andererseits, komm. Ja.
Ja, Pik Dame hat mir jetzt nicht gefallen. Ich habe an sich gut getroffen. Wahrscheinlich dann hat er dann das Karo Ass noch zu dritt dabei. Also jetzt wäre der Wechsel auf Herz natürlich Premium gewesen. Ist für mich leichter zu sehen, logischerweise. Aber wo Pik Ass 21 weg sind, weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt Pik Dame jetzt als richtig gute Idee durchgeht. Also da einfach jetzt mal die Farbe zu wechseln auf dem Herzbild oder auch auf Karo wäre sicher eine Idee. Hätte in dem Fall aber auch wieder nichts geändert. War mit Karo Ass 10 auch noch stark besetzt an der Seite, das Spiel. Ja, und was mich immer wieder so erstaunt bei diesen Rockets, das macht die auch so griffig, das macht die auch so pfiffig, wie schnell das dann auch wieder schon vorbei ist. Wir sind jetzt schon wieder im Spiel 9, also nach diesem Spiel sind wir quasi schon auf der Zielgeraden. Drei Viertel von unserer großen Runde haben wir dann schon abgearbeitet. Das heißt, dann kommen gleich auch nur noch drei Spiele. So, den nehmen wir raus. Kreuz zurück ist ein bisschen witzlos. Karo ist auch ein bisschen witzlos. Tempoproblem hat er wahrscheinlich nicht. Dann gucken wir lieber mal, dass wir in Pik nochmal was öffnen. Ja, 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 ja. Gut, dann sind wir rausgekommen und das war es. So, also Spieler 3. Auch einen sehr schönen lupenreinen Hattrick, muss man hier sagen. Ein ganzes Päckchen, 7, 8, 9 und wurde immer größer. Der freut sich auch seines Lebens, liegt gut dabei. Und jetzt kriege ich es nochmal für 18. Da musst du rein, da willst du rein. Durchwachsen die Findung. Durchwachsen kann man auch. Ne? Man kann jetzt hier auch 7 Augen drücken. Das ist eigentlich die Variante, die man in Mittel- oder Hinterhand immer wählen würde. In Vorhand, Mensch, Karo 10 brennt einem auch hier so ein bisschen unter den Nägeln. Ne? Aber 7 sind auch, man kann jetzt hier den vielleicht auch mal so gemischt drücken. Ne? Das ist auch noch eine Variation. Oder sogar nur 13, der Herzkönig. Also es ist gar nicht so leicht. Die Sachen sind alle dicht beieinander. Ich glaube, mit 2 Vollen, die ich schon habe, einen Trumpfvollen, den ich irgendwie mal so ein bisschen einkalkuliere, ich werde den mal so drücken. Nicht so, der, so wird der nicht so oft gedrückt. Und ich glaube, auch bei diesem Spiel starte ich zweimal von oben. Oder wenn ich direkt einen Vollen bekomme, danach einmal von unten, dann habe ich hier mein Ziel schon erreicht quasi und kann jetzt auch noch versuchen, gegen 4 Trumpf etwas besser dazustehen. So, hätte ich mal wieder, ne? Karo steht 2-2, wird aufgeschlagen. Hätte ich die 10 oben, wäre wieder alles ganz, ganz easy gewesen. So ist der Verlauf allerdings auch. Guck mal, Trumpf steht glatt. Ja, dann habe ich hier halt jetzt noch den Herzkönig in der Abgabe. Also das, die etwas sicherheitsorientierte Drückung hat mich jetzt hier um den Schneider gebracht, das ist klar. Aber ich hätte jetzt eigentlich, das war ja natürlich auch Quatsch, es fehlen nur noch, es hat noch jeder 4 Karten, ich hätte natürlich von oben auch ziehen können, wo ich nicht mehr verlieren kann. In der Hoffnung Herz 10 blank war, aber so wie die ganze Karte steht, wie sich das Ganze so anfühlt, war das unrealistisch, trotzdem muss ich es wohl versuchen. Ne? Verlieren konnte ich nicht, auch wenn ich noch 10 Augen mehr abgebe, wenn sie doch nochmal blank steht. Hätte ich den Schneider gehabt, ja, wieso bin ich nicht drauf gekommen, weil, wie gesagt, die Karten, so wie der Spielverlauf war, Trumpf 3-3, Karo 2-2, das konnte nicht an sich jetzt plötzlich eine Farbe 4-1 stehen, dann wäre nicht mit Karo das Spiel losgelaufen. Deswegen habe ich trotz alledem, man muss sagen, schon mal eine kleine Unschärfe drin. So, guck mal hier, wen haben wir denn da erwischt? Karo Hand mit einer Schwäche in Pik, aber schade, dass jetzt Spieler 3, da liegen wohl einige Piken drin, schade, dass der nicht jetzt Pik fortsetzt natürlich, das hätte mir hier besser gefallen, wo ich auch nur die 10 hatte. Aber auch okay, 23, 36, okay, 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 noch ein Herz, na, dann wird wohl jetzt Kreuz fliegen. Da hat er Glück jetzt, ne? 47, da hat er jetzt Glück, dass in Kreuz wirklich nur 11 Augen fallen können, weil ich auch alle C-Karten bei mir in der Hand habe. Und jetzt glaube ich 47. Wenn ich raufgehe, ist es unser letzter Stich. Sonst habe ich vielleicht noch einen Pikenüberschlag. Also ich muss 52, aber jetzt mein Partner, da liegen wohl 2 Pik drin, denke ich. Mein Partner kommt nicht nochmal mit dem Pik-König. Das wäre jetzt natürlich die Chance gewesen, hier nochmal ja, Pik König oder Dame und ich kann den Karo König überstechen. Das wäre es gewesen.
Er muss ja nicht wissen, dass zwei Pik drin liegen, aber jetzt eine Kreuz-Lusche war ja auch eine völlig tote Karte. Also das war jetzt sehr, sehr glücklich für Spieler 1 gewonnen. Den kann er im achten Stich noch verlieren. Ja, da gehen die ersten 40 Punkte davon, aber ohne eigenes Zutun brauche ich also nicht drum traurig sein. So, und jetzt im letzten Spiel auch nochmal ein Ansatz, ein schöner Ansatz. 18 werden gehalten, gut kommt 20, sage ich auch noch. Jetzt wird's warm. Jetzt wird's richtig warm. Das Ding als Handspiel, tja, aber als welches? Als Herzhand vielleicht noch eher als Karohand, aber das ist in Mittelhand. Das ist eigentlich zu dünn. Das ist zu dünn. Es ist eine Nuance zu dünn. Es tut auch weh, den zu passen. Ja, ich gebe euch recht, falls ihr jetzt sagt, was ist denn mit Daniel los? Den muss man doch reizen. Ja, es tut weh. Ich kenne wahrscheinlich viele, die den auch dann reizen würden, aber ich glaube, auch gerade wo ich stehe schon einigermaßen, aber das ist an sich auch zu früh hier im 12. von 36 Spiel, solch das vom Zwischenstand abhängig zu machen, ob du das Ding reizt, es sei denn, du stehst schon sehr schlecht, denn ansonsten gilt wieder die alte Weisheit, du kannst so ein Turnier sowieso nicht jetzt mit einem Spiel gewinnen, ne? Oder mit in einem kurzen Teil der Serie, aber du kannst es in so einem Teil verlieren. So, sehr interessant, hier kommt jetzt der Pik König, ne? Eben zwei Augen, jetzt das Bild. Ganz sicheres Zeichen, dass vier Trümpfe mindestens bei meinem Partner sind, wahrscheinlich vier Trümpfe. Der hat also noch mindestens zwei Trümpfe und das spricht jetzt auch dafür, hier vielleicht mal mit der Herz 10, nee, das Feuer zu eröffnen, Herz 10 eine Variante oder eben jetzt mal Karo zu zeigen. Ja. Karo schnippelt er, Kreuz schnippelt er. Gut, jetzt ist natürlich auch klar. Ja, ich glaube, da kann ich jetzt rein. Nee, hat mein Partner nicht hinterhergespielt. Und Kreuz, König und jetzt kommt die Dame. Hat denn mein Partner nicht Karo nachgespielt, sondern Kreuz gewechselt? 21 Kreuz gedrückt ist ja auch utopisch, aber er könnte unterm Ass zu dritt gespielt haben, ne? Das ist jetzt unangenehm. 2 Karo, 6 Trumpf. Nee, komm, ich hau rein. Ich lege mich fest, ich hau hier rein. Kreuz 10 ist gedrückt. Nee, ist oben. Mann, dann ist das tatsächlich nur ein 5-Trümpfer. Halleluja! Und er verliert trotzdem noch. Also der war schlecht genug, dass er so ein paar Abzüge in der B-Note verkraften konnte, sofern ich dann zumindest hinten raus richtig geschmiert habe. Ja, okay, man kann es vielleicht verstehen. Mein Partner mit Karo Lusche wollte er auch nicht so richtig. Hat er sich nicht viel von versprochen, habe ich da mal die 10 investiert. Gut, hat gereicht. Also 451. Das ist ein solider Start. Wenn ich das dreimal hinlege, dann wird es, denke ich, reichen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Pause, ist anzunehmen. Zumindest werden wir wohl warten müssen, bis hier alle durch sind. Ja, ich sag mal so. Können wir uns das jetzt erlauben, eine Runde Senseguard anzumischen zwischendrin? Ist ein bisschen knapp. Ich glaube, das gehört sich nicht. Denn dieses Turnier wird mit ganz kurzen Pausen nur gespielt. Wenn die Tische durch sind, diese 12 Spiele, dann geht es direkt in die nächste Runde. Dann wird zwar gesetzt, das ist klar, nach dem Punktestand. Es bleibt aber maskiert, aber es geht direkt weiter. Und bei 12 Spielen ist es ja auch meistens nicht so, dass sich eine richtig große Verzögerung von einigen Tischen einstellt, selbst wenn der eine Tisch vielleicht langsamer spielt als der andere. Und deswegen würde ich sagen, ja, holt euch ein Käffchen, holt euch einen Keks, macht es euch gemütlich. Wir warten, bis es gleich weitergeht. Man kann auch das, ich kann es mal eben zeigen, man kann, solange die Liste jetzt noch nicht weitergeht, auch noch nicht schauen, mit wem man gespielt hat. Das bleibt maskiert und solange kann man sich jetzt auch noch nicht in die Spiele rein drillen. Das kannst du erst wieder machen. Guck mal hier, ne? Das große Unbekannte. Guck mal, sogar mit 5 Karten in der Mitte ein optisches, ja, was ist das? Eine Da hat jemand was Schönes hier zusammengebastelt. Noch mehr Piratenkarten, cool, ne? Okay, also mit anderen Worten, was ich zeigen wollte, ist, wir können jetzt noch nicht die Spiele durchanalysieren. Wir müssen warten, bis das dann abgerechnet ist, beziehungsweise erst am Ende des Turniers ist zu sehen, wer die Gegner waren. Solange ist das hier schön maskiert
und das ist auch kein Problem. Also kleine Pause. Kann ich in der Zwischenzeit mal schauen, was hier so im Chat abgeht. Sir Tobi ist dabei. Oh, 111 Zuschauer. Mensch, ich habe es ja gar nicht gesehen. Wie erfreulich. Vorhin waren es noch gerade mal 25. Da dachte ich so, habe ich wieder nicht genug an den Buschtrommeln gedreht oder auf die Buschtrommeln draufgehauen. Aber das ist doch ganz nice. Ich wüsste gerne, wie das Herz Hand in Spiel 12 gelaufen wäre. Ja gut, wir wissen ja nicht mal, ob ich rangekommen wäre. Ne? Das wissen wir nicht. Und wir wissen natürlich jetzt auch noch nicht, was drin gelegen hätte. Also das können wir alles später nochmal rausschauen. Wobei typischerweise, du triffst die Entscheidung und jetzt im Nachgang noch zu schauen, was hätte gelegen, was wäre passiert, ist ja eigentlich ne, Schnee von gestern, ne? Längst Geschichte das Spiel. Beim nächsten Mal, selbst wenn du jetzt siehst, oh, da lag gut drin, würdest du dann beim nächsten Mal deswegen mehr reizen? Auch eigentlich womöglich nicht die Schlussfolgerung, die dich dann voranbringt, ne? Tonne, geht gleich noch Sensecard. Ja, nun erst, wie gesagt, erst machen wir jetzt hier diese drei Runden. Das Rocket ist natürlich heute für mich das Dingens, ne? Hier geht es um ein bisschen was und das wollen wir jetzt erstmal konzentriert spielen. Und dann nachgucken wir mal, wie die Stimmung ist. Die kann sich ja auch, die kann ja noch umschlagen von im Moment, ich bin optimistisch, ich habe ein gutes Gefühl zu jetzt hat es mich richtig zerlegt und ich will eigentlich nur noch ins Bett. Wenn das nicht der Fall ist, werden wir sicher danach noch ein bisschen Sensecard spielen. Vielleicht nehmen wir auch noch die 18er mit um 22.30 Uhr. Bis dahin müssten wir ja hier auch durch sein. Also wir werden hier sicher nicht nur eine Dreiviertelstunde machen. Da geht die wilde Fahrt in die zweite Runde. Dankeschön, Rosita. Ja. Ja, wie, ich hab, die, nee, Schnückel, ich habe hier keine Sonderrechte. Nee, absolut nicht. Das wäre ja auch noch schöner. Na, nein, nein. Was bedeutet Gesetz nach dem Punktestand? Ja, Brian, es sind ja 48 Teilnehmer und nach dieser ersten Serie, nach diesen ersten 12 Spielen, werden die einfach sortiert. Also mit anderen Worten, die drei mit den höchsten Punkten kommen am Tisch 1 zusammen. Platz 4 bis 6 am Tisch 2 und so weiter und so fort. Also wer gute Punkte hat, spielt mit den Spielern, die auch gute Punkte haben. Das ist das typische Skat-Turnier-Setzsystem. Ne? Ist hier nicht anders als woanders. Mayhem, bist du eigentlich der Erfinder des Rockets? Wie bist du drauf gekommen? Also sagen wir mal, ich habe mitgewirkt. Ne? Es sind einige von meinen Ideen da drin. Es gibt ja ein größeres Konkurrenzturnier, bei dem ich auch ja, mitspiele. Und in diesem Konkurrenzturnier ist einiges, was gut funktioniert und andere Sachen, die mir halt nicht so gut gefallen haben, zum Beispiel was Bereich Transparenz angeht und möglicherweise auch die Ausschüttungsquote. Also das sind Sachen, die hier im Rocket natürlich anders gewichtet werden und ich hoffe fairer für die Spieler, noch fairer für die Spieler gewichtet werden. Was aber auch klar war, so, es geht weiter. Was auch klar war, wenn du so ein Jackpot-Turnier erfolgreich machen möchtest, dann musst du quasi auch ein bisschen den Glücksfaktor, der muss ein bisschen mit da drin sein. Ne? Haben wir schon an anderen Beispielen gesehen, wenn da so Turniere gehen über 8 Serien und dann letztlich wirklich nur die sehr, sehr guten Spieler diese Turniere gewinnen können, dann werden solche Turniere auch, oh, guckt euch das mal an. Das nenne ich ein schönes Spiel. Spieler 1 macht es mir hier leicht, ziehe ich doch direkt mal den Kreuzbuben. Ein Stich für uns. Der war ja auch mal schön anzuschauen. Ja, also Turniere, wo nur sehr, sehr gute Spieler eine Chance haben, was zu gewinnen, weil die dann am Ende einfach über einen sehr langen Zeitraum gehen oder so. Die werden einfach die Akzeptanz dann bei der nicht bei allen Spielern finden und werden dann einfach nicht auf so eine breite Basis stellen, dass das interessant sein kann. Deswegen dass jetzt kurze Serien sind, dass es da Streichergebnisse gibt, dass es ein bisschen maskiert ist, dass auch das Finale relativ kurz läuft. Das sind so Aspekte, die ganz bewusst ein bisschen hier den Glücksfaktor auch zumindest zu seinem Recht verhelfen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Erfolgsgeheimnis von dem Turnier. So, schade. Den hätten wir natürlich gern genommen.
aber so eine 46, die kriegst halt nicht jedes Mal. So, Kreuz Dame. Unwahrscheinlich, dass er aus Ass 10 Dame abwirft. Unwahrscheinlich, wobei es mich ja doch juckt, das mal zu überprüfen. Aber wann würdest du aus Ass 10 Dame? Nein, wir bleiben solide, spielen Karo zurück. Vielleicht hat mein Partner ja auch mal zwei Buben. Das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Jetzt ist es schon ausgeschlossen. 14. Tja, ich glaube, schneiderfrei ist hier das Ziel, was wir uns setzen sollten. Und dafür kann ich den Pik-König mal beschweren. Was macht denn mein Partner da? Pik 10, König, Doppellusche beim Spieler 1. Da kann er eigentlich trotz alledem den König mitnehmen, weil es wird ja nicht mehr. Jetzt kriegt er zweimal die Lusche. Na, also an die 10 kommt er ohnehin nicht ran. Ne? Es sei denn, er könnte jetzt noch mit ganz vielen Karos oder Assen für sich Stärke reklamieren. Das ist aber logischerweise nicht der Fall. So sind wir dann gerade noch so rausgekommen. Ja, ich würde sagen, das ist das erste Spiel, wo es ein bisschen anfängt zu kribbeln. 18 Jahre, aber gut, mehr ist er dann auch wieder nicht wert. Sir Toby, so sieht's aus. Das ist die Idee. Die Muskattiere, die fechten sich schon warm. Moin, Carlotta. So, hier geht's ja richtig rund. Da bin ich auch froh, dass ich den Zuschlag nicht bekommen habe. Das deutet auf einen gewissen heißen Ritt hin. Kreuzhand, okay, der wird dann wohl mindestens mit 2 sein, das heißt, mein Trumpf Ass, das können wir gleich schon mal abgeben. Darauf mache ich mich schon mal gefasst und dann müssen wir mal gucken, was mein Partner noch so mitbringt. Oh, der bringt gar nichts mit. Herz, Bube jetzt, also 7 Trümpfer oder es liegt noch ein Trumpf, es liegt wohl noch ein Trumpf, sonst wäre der Abzug jetzt nicht gekommen. Er hat also nur 6 in der Hand, also hat er noch 4 Fehlkarten. Ja, gut. Womöglich kommen wir nicht mal raus, wenn das Herz Ass noch hat und Karo Ass Lusche, denn ich habe ja auch die Pik 10. Oder es müsste jetzt noch ein Stich in Herz drin sein, weil vielleicht das Herz Ass auch noch schläft. Oder Karo Ass schläft und deswegen noch ein Herzstich drin ist. Gucken wir mal. Sieht so aus, als ob wirklich sehr gut drin liegt, als ob wir doch noch rauskommen. Tatsächlich, also da liegt da liegen sogar 2 Trümpfe, ne? Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Der lief ja wirklich richtig gut für ihn. Kreuz, Pik, Karo, Bauer hat er. Aber hätte dann trotzdem dusseliger laufen können. So, ich würde sagen, jetzt ist der Moment, wo wir uns ins Getümmel stürzen. Ein Ass gefunden, das ist erfreulich. Vorhandposition. Die beiden Damen hier sind nicht ganz so gern gesehen, ne? Ich kann ja auch nicht mehr als 13 sinnvoll drücken, aber das nehmen wir trotzdem so mit. Und ich denke, wenn die Buben in einer Hand sitzen, dann können wir hier auch den Buben rausspielen, dann sind wir völlig ungefährdet. Selbst wenn alle 4 Kreuzen danach noch kommen, würden wir hier unsere 4 Vollen durchbekommen. So brauchen wir das nicht. So können wir hier mit einer Mini-Schneiderschance vielleicht noch liebäugeln zumindest. Kreuz wird erstmal geschnippelt, das war auch vielleicht nicht so schwer drauf zu kommen. Gut, Karo König kann ich an sich nicht laufen lassen, muss ich mal gucken. Der steht vielleicht zu dritt, nein. So, 4 haben sie. Wie machen wir jetzt weiter? Oben, unten und sie nochmal kommen lassen. Ist vielleicht am elegantesten. Herz oder Pik ist dann ganz egal. Oh, in Herz kriege ich sogar die 10. Jawohl, Kreuz wollen sie noch nicht wieder anbieten. Plötzlich macht die Dame hier noch richtig Karriere. Und das Spiel wird Schneider. Ah, ich habe es ja gar nicht gesehen. Da war ja wieder ein lupenreiner Hattrick und auch wieder schöne Spiele, ne? Also, in Paketen kommen die kleinen Hattricks oder die kleinen Spiele hier eingeflogen. Schön, wenn man da mal mit dabei ist, wenn so eins abgeworfen wird. So.
Sarah heute nicht. Heute ist die Rocket-Monatsmission und nächste Woche machen sich die drei Muskattiere wieder warm. So, was habe ich hier? Gegen den Grang wollen wir mal auf vier Augen wegschnappen, auch wenn wir uns natürlich mehr erhofft hatten. 20er Reizung, okay, gut, greifen wir mal ins Herz. Mhm. Na gut, dann müssen wir es versuchen. 6, 9, 22, nee, das kann 32, 42, das wird ja schon interessant. Ah, jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Feierabend, gut, das konnte sich der Spieler leisten, da so ein bisschen rumzuschnippeln. Pik hatte Ass, 10, König, Lusche selber, das war also ein Sicherheitspik, König. Ja, dann hat er versucht, uns Schneider zu spielen, immerhin konnten wir dem entkommen mit dem 23er Abstich, mehr war nicht drin. Spieler 1 wieder, ne? Da setzt sich aber einer ab. Ich glaube, der wird ja in der gleichen, der wird ja mehr Punkte gehabt haben als ich nach dem Setzsystem, also schon auch eine sehr gute erste Liste gespielt haben. Und der, würde ich sagen, der zieht hier das Ticket ganz, ganz schnell. So, Bauern verteilt. Pik sitzt glatt. Ja, wenn er mich jetzt Herz oder Karo oben unten einspielt, dann hat er eine Schneiderchance. Mal gucken. Aber er gibt sich zufrieden mit Hinziehen. Ich glaube, da war für ihn an sich noch mehr drin. Wenn er Herz rausspielt, kann er hinten noch auf meine Karo 10 schnippeln. Hat er vielleicht gar nicht nötig. Aber meine Güte, das sind aber, das ist ein erfreulicher Antritt, ne? Da kann man sich einmal herzlich mit freuen. So, Spieler 3 guckt bisher in die Röhre, aber jetzt nicht mehr. Natürlich auch verführerisch, hier eine Hebereizung anzusetzen. Aber ja, schnell bist du Besitzer, ne? Und dann leg ich mal los. Und guck mal an, ne? Jetzt wird plötzlich Kreuz gespielt. Also der wäre uns wohl richtig im Halse stecken geblieben, dieser Bissen. Jetzt hat Spieler 3, glaube ich, ein richtig schweres Spiel vor sich. Pik 10 kriegt er sogar noch heim. Halleluja. Das ist natürlich auch bitter, muss man sagen. Das spielt er hier für 18 und rennt jetzt erstmal gegen 5 Trumpf. So, 11, 32. Ich glaube, Herz 10 ist ein Stück weit schwer für mich zu verteidigen, wenn mein Partner nicht noch Herz König hat. So. Wobei wir sind im Trumpf-Gleichstand. Also ich kann jetzt einfach mit der Trumpf 7, ich kann jetzt schön Trumpf mit ihm spielen. Da versucht er da so, Karo König, mein Partner wird schon noch den Karo-Stich machen. Ich werde verhindern, hier noch einen Trumpfstich zu machen, noch eingespielt werden zu können. Und dann müsste bei 6 Trumpf und 2 Piken wird er entweder 2 Herzen eben haben oder noch einen Karo-Stich. Und sehr wahrscheinlich wird er im Herz Ass bestellt stehen. Ne? Chip. Ja, hast das erste Mal im Spiel 7 mit 6 Trumpf und Seiten Ass 18 gesagt und dann das. Bittere Pille für Spieler 3. Das gibt's nur beim härtesten Spiel. So. Sind das 18? Ich meine, Spieler 3, der muss ja auch fast jede Krücke reizen. Das heißt, wenn ich das Spiel bekommen hätte, dann hätte ich vermutet, muss wirklich was drin liegen. Kreuz 10, wo ich die Dame geschmiert habe, blank oder habe fallen lassen. Kreuz 10. Tja, das jetzt war, weiß ich auch nicht so richtig. Gut, war tatsächlich blank, kann natürlich sein, aber ja, ich habe natürlich noch versucht, da eine Siegidee rein zu interpretieren, die war nicht drin. So, wir haben erst ein Spiel. Es wird auch Zeit, dass hier noch mal ein bisschen die Karte anspringt. Der sieht erstmal gut aus, aber wie gesagt, Karo Spieler 3 ist jetzt natürlich auch zu Recht mit ein bisschen angeschossen. Und muss was tun. Aber das war jetzt natürlich Premium. Da können wir ja sogar mal so eine
ganz. Das Spiel ist so gut, dass wir so eine Schneider-Schwarz 5% Aufwärtsvariante mal mit dem König im Blatt einbauen können. Und dafür ist es auch erfreulich, dass übrigens Herz rauskam, dass noch kein, nicht Kreuz oder Karo schon geklärt sind, denn jetzt haben die Gegner am Ende letztlich potenziell 3 Möglichkeiten und welche Farben sie halten müssen, aber halt nur 2, sind halt nur 2 Spieler. Und ja, vielleicht ist es dann tatsächlich mal so, dass einem diesen Karo König Blank jetzt keiner zutraut. Wobei es sieht so aus, sie schmeißen alles weg, nur nicht Karo. Wenn dieser Bluff jetzt noch funzen soll, dann muss das gleich, dann muss das jetzt passieren. Das sieht nicht so aus. Ich glaube, Spieler 1 wird am Ende noch Karo überhaben. Aber auch ein sehr erfreuliches, schönes Päckchen. Paketchen. So, und jetzt geht es eben wieder los. Jetzt geht sie wieder los, die Fragerei. Nee, also den, der wird natürlich, der wird nicht leicht, aber ach, den kannst du auch nicht ziehen lassen. Oder kannst du ihn doch ziehen lassen. Halleluja. Dass der Null will, ist auch gar nicht so wahrscheinlich. Ah, 4 volle 2 Bauern. Ich glaube, ich werde nochmal, Null werde ich nochmal ableuchten. So, und bei 24 war eigentlich auch klar, wenn er den Kreuz reizt. Jetzt gehen die Weichenstellungen los. 10. Spiel der 2. Serie. 400 in der ersten, jetzt hier auch 330 liegen. 700 bis 800 Zwischenstand. Also wir sind so schon im Prinzip genau auf diesem 100er Schnitt. Ich glaube, das ist knapp, das ist hart. Wenn wir wüssten, ich werde den passen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Spiel. Wäre erfreulicher, wenn du so ein Spiel erst kurz vor Feierabend bekommst, wenn du weißt, ob du ihn noch nehmen musst oder nicht, aufgrund des Punktestandes. Hier ist es jetzt natürlich, kann es sich herausstellen, dass das eine dusselige Idee war, kann sich auch herausstellen, dass es eine gute Idee war. Er spielt jedenfalls schon mal Pik-Hand. Dann greifen wir mal ins Karo Ass und das war schon mal ein Schuss daneben. Und ich glaube, mein Spiel wäre schwer geworden. Ne? Karo schon mal frei und ganz lang Pik. So, 7, wenn er wirklich 7 Trumpf hat, wir müssen irgendwo natürlich in der Beikarte noch eine Lücke finden. Und da haben wir schon eine gefunden. 45. Boah. Und Herz Ass auch noch. Ja, den kann er natürlich auch abgeben. Also die Glocke klingelt jetzt hier, glaube ich, schon nach. Das waren jetzt 3 Stiche mit über 20 Augen. Und ich habe noch ein bisschen was hier dazu zu steuern. Ja. Gut, so stark war der 7-Trümpfer nicht. Ich kann es aber verstehen. Guck mal, Herz-König hat er sogar auch noch in der Hand. Also er hat ein Kreuz in der Hand und Herz-Lusche-König die 7-Trumpf dazu. Ja, bei seinem Stand muss man den wahrscheinlich reizen. Ne? Ich kann mich so über die risikoarmen 40 Punkte freuen. Spieler 1 nimmt es auch mit. Und für Spieler 3 ist es halt einer dieser Tage. Ich hatte sie auch in den letzten Monatsmissionen. Es gibt diese Tage, da fragst du dich, was du verbrochen hast. Dass die Antwort ist eigentlich nichts, du spielst halt nur Skat. So, und ich glaube, Spieler 3, der ist auf Betriebstemperatur. Ne? 0 kann natürlich auch wieder, sollte uns wieder irgendwelche Möglichkeiten zumindest potenziell einräumen, sonst wäre es 0 Uwehr. Ja, mein Partner hat das mit Kreuz schon geblickt, das sehe ich gerne. Das sehe ich gerne. So, was machen wir jetzt? Pik. Will ich ihn auf Pik greifen? Nein, wenn es in Herz nicht geht, dann, na, da ist es wieder passiert. Doink. Wieder 40 Punkte. 412, die sind auch am Ende nicht unwichtig. Ne? Man soll da in dem Sinne nicht geierig sein und die Leichen flattern, aber es gehört natürlich auch zum Punkteschnitt, mal solche 40 Punkte mitzunehmen. Und die haben, wo jetzt bei mir nur 2 Spiele vorbeigekommen sind, natürlich das Bild auch ganz erfreulich abgerundet. So, Spieler 1 hat sich jetzt noch einmal bitten lassen. Mal gucken, ob da vielleicht mal ein Spiel rauskommt, an dem wir knabbern können, zumindest durch Karo Bube. Oh, es ist wieder ein 7-Trümpfer. Ungewöhnlich, dass er den von oben zieht. Weiß ich nicht, ob das die allergeilste Idee war. Jetzt gibt es natürlich 2-mal Schmierung und sofort ist die Karte geklärt.
Er hat auch Pik Ass wieder dabei. Bedeutet, wir können an sich nur noch schlagen eine bestellte Herz 10 und das blanke Pik Ass. Da wir erst 34 haben, also einen Schub Pik. Er hat Herz 10, aber er hat den König dabei. Wir haben 34, ne? Kommen wir auf, mit der Dame auf 58. Tauchen ist natürlich auch keine Option. Jetzt hat er Rest. Herz, König und 4 Trumpf. Gut, vielleicht verschmeißt er sich. Gewinnt er mit 62. Also auf den Punkt gespielt. Ich glaube, Kreuz Bube ist bei dem Spiel an sich gar nicht so die allerbeste Idee. Aber nun hat man gesehen, ja, das Spiel war auch stark genug, wenn er die 62 direkt durchgerechnet hat. Auch fair, ne? Zweimal Schmierung und 24 in Herz auf 58 durchgerechnet. Dann will ich nichts gesagt haben. Ich kann sehr zufrieden sein mit 2 Spielen, 412 Punkte. Bin also weiterhin im Rennen. Und das ist alles, was du hier nach der zweiten Serie quasi erwarten kannst. Ne? Dass du schon komplett durch bist. Gut, der eine Spieler, würde ich sagen, der ist schon fast durch. Aber das kannst du nicht voraussetzen. Du kannst höchstens damit rechnen, dass du schon aufgeflogen, geplatzt, abgesoffen bist. Das ist möglich. Wenn das nicht der Fall ist, so wie jetzt, dann ist alles bestens. So, was sagt der Thorsten? Ja, holt euch jetzt nochmal einen Jever und Mini-Knoppers. Das könnt ihr jetzt bitte machen. Wir haben wieder die obligatorischen, ja, wie lang war es eben? 4 bis 5 Minuten Pause. Ich werde es auch mal eben nutzen und hier einmal mein Getränk auffüllen. Ne? Das ist wichtig, dass man nicht dehydriert. Ne? Skat ist schließlich eins der, ja, unterschätztesten Sportarten überhaupt. Da verlierst du, also da schwitzt du, da verlierst du Kalorien, da alterst du. Also ganz wichtig, immer an das Getränk denken. Ne? Bis gleich. So, da bin ich schon wieder und ich sehe, ihr seid auch alle dran geblieben, großartig. So, die haben wir ja übrigens auch noch, die können wir vielleicht in der letzten Serie dann mal einsetzen, ne? Wenn es wirklich ans Eingemachte geht, die Laola schon so antesten. Brauchen wir jetzt, haben wir sie bisher noch nicht gebraucht. So, und wir können ja nochmal eben schauen, ganz kurz, denn jetzt kommt es ja auch so ein bisschen auf die Nachkommastellen an. Was hatte ich in der ersten Serie eigentlich ganz genau? 450 und jetzt 412, also 860. Das sind, wenn man so will, ja, schon 60 über Paar. Wobei ich glaube, mit genau 1200 wird man wahrscheinlich auch noch nichts werden. Also vielleicht genau die 60, die man noch über Paar braucht. Mit anderen Worten, ich gehe mal davon aus, nochmal 400. Idealerweise natürlich ein bisschen mehr, aber wahrscheinlich werden reichen. Vielleicht reichen auch mal 370, aber wir werden natürlich versuchen, die Karten zu spielen, die wir kriegen. Aber wir werden hoffen, dass die Karten nochmal 400 hergeben. Das wäre dann ab 400 aufwärts stehen die Chancen sehr gut, dass wir tatsächlich das Ticket für das Jahresturnier gelöst haben.
Humbienchen, wie läuft die Monatsmission eigentlich? Jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob ich, was du wissen willst, ob du das komplette Turnier nochmal erklärt haben willst. Also letztlich, jede Woche gibt es insgesamt ja 28 kurze Turniere, A12 Spiele, die Rocket-Turniere. Und die besten 6 Ergebnisse der Woche, nee, die besten 5, ne? Die besten 5 Wochenergebnisse zählen. Das heißt, du hast sicher einiges an Streichergebnissen, denn du brauchst schon die guten Serien, die schlechten musst du streichen. Und die besten 12 nach einer Woche, die haben ihr Ticket für, ja, wir nennen es Monatsmission, obwohl es präziser natürlich alle 4 Wochen soweit ist. Es gibt also 13 von diesen Monatsmissionen. Und da nehmen dann jeweils die 12 Wochenbesten teil. Die haben sich qualifiziert, also 48 Teilnehmer. Und in dieser heutigen Monatsmission geht es für darum, dass 7 Finaltickets für das große Jackpot-Jahresturnier vergeben werden. 7 Finaltickets werden direkt vergeben. Alle anderen nehmen ordentliche Geldpreise mit, wenn wir uns hinten dran auch mal anschauen. Ja, und ich glaube, wir haben, was haben wir denn? Wir haben April, also es ist jetzt die 4. Monatsmission und ich bin tatsächlich das 3. Mal dabei. 2-mal war richtig, richtig gruselig. Da bin ich auch froh, dass ich die Serie nicht gestreamt habe. Ich weiß noch, bei der ersten, ich habe es, glaube ich, aufgenommen und dann war ich sowas von frustriert und wollte euch das auch wirklich nicht zumuten. Ne? Da war einfach... Das war einfach das nackte Grauen und ich will ja ein bisschen Werbung für Skat machen. Manchmal ist halt, das nackte Grauen gehört auch mal dazu, aber in dem Fall habe ich es mir gespart, euch das zuzumuten. Und ja, deswegen auch heute habe ich ein gutes Gefühl gehabt. Bisher hat es mich nicht getrogen, bisher nicht. Noch sind wir im Fluss und dann jetzt Platz nehmen, anschnallen. Ja, gut, Blatt gilt hier gar nicht. Viel Erfolg für die letzte Serie. Und das ist ein Blatt, das lasse ich mir gefallen. 3 Bauern, 2 Asse. Den müssen wir wohl auf jeden Fall so lange reizen, bis wir ihn kriegen. Ja, schon, da kommen schon die ersten kleinen Widerstandsnester. Ja, es ist jetzt auch nicht unbedingt zum Grang gefunden, aber wir haben ein sehr anständiges Kreuzspiel. Das gefällt mir auch gut. Ich hatte mehr Angst vor irgendwelchen Abstichsdrohungen, zum Beispiel ein Herz. Nicht wahrscheinlich bei der Nullreizung, aber die Angst hast du natürlich in dem Blatt trotzdem immer. Und diese fairen Pik-Eröffnungen, die scheinen mir auch darauf hinzudeuten, dass Trumpf nicht dusselig steht. Und selbst wenn jetzt Trumpf zu viert stehen sollte, ist nicht der Fall, dann hätte ich jetzt immer noch die Asse spielen können, Herz, Lusche raus und eine schöne Trumpfschere. So holen wir uns natürlich einfach das Trumpfass ab. Trumpf stand also bestens für mich, das Trumpfass beim Kreuz Buben. Und dann sieht es durchaus ein bisschen schneiderlastig aus, wobei Pik König deutet so ein bisschen darauf hin, dass der jetzt kommt, dass da die Herz 10, dass der sich an der Herz 10 zu dritt irgendwie festklammert. Scheint mir eine naheliegende Begründung für den Pik König zu sein. Muss nicht sein, er kann immer noch den Zwilling nur haben und jetzt, ja, er hat nur den Zwilling. Dann haben wir natürlich sogar Schneider. So, die ersten 86 von 400, die wir machen wollen, haben wir gemacht. Jetzt können wir erstmal, guck mal hier mit 3 Damen, machen wir erstmal ein Päuschen. So, Spieler 1 macht einen Grang. Hab nichts anderes erwartet. Mein einziger Voller wäre ein bisschen, das wäre sehr, sehr aggro-mäßig. Und ja, gut, in dem Fall war es natürlich auch wieder völlig egal. Okay, wir sehen, die Karten stimmen. Spieler 1 hat auf dem Weg zu seinem Ticket auch schon die halbe Strecke gerade hinter sich gebracht. Der hat ja auch noch ein paar Punkte mehr liegen als ich. Also das sind manchmal gar nicht die schlechtesten Nachrichten, weil der wird dann irgendwann auch natürlich das Risiko rausnehmen. Ne? Nicht, dass ich ihm jetzt dass man hier sich irgendwelche Spiele hinschinschen würde, das meine ich damit nicht, sondern von der taktischen
oder strategischen Sichtweise ist das nicht verkehrt, wenn ein Spieler dann auch quasi schnell in ruhiges Fahrwasser gerät und quasi seine Nerven auch beruhigt. So, das war sehr schön. Herz 2-2, Spiel 24. Sogar jetzt gegen 4 Trumpf, glaube ich. Nee, gegen 4 Trumpf. Können sie, glaube ich, auch nicht mehr gewinnen. Können sie, glaube ich, nur noch 59 machen. Mini-Chance auf Schneider, wenn Pik Bube kommt. Nee, kommt nicht. Aber wir sind doch zufrieden, dass beides so ordentlich stand. Herz 2-2 vor allen Dingen, denn das Ding sah natürlich gut aus mit 7 Trumpfen und nur 2 Farben, aber wenn da Herz zu dritt steht, auf den Tisch kommt, dann haben sie schnell nach 3 Stichen 28 Herz, eine Schmierung und einen Trumpf vollen eingesammelt und dann ist das Ding ohne große Spielkunst auch schon aus dem Fenster gesegelt, also freuen wir uns über das nächste Gewinnspiel. So, der nächste kommt mit dem Grang. Auch keine Reizung, auch keine Überraschung. Der ist mit 2. Wunderbar. Einmal hin, einmal zurück. Karo steht auch glatt. Karo König hoch. Karo dritt, 3 Bauern. Tja. Könnte natürlich noch Pik Ass Bild Lusche haben und noch ein anderes Ass. Dann wäre die 10 unser Schneiderzug. Oder er spielt jetzt den Blanken raus, hat noch Herz Ass 10 König, dann wäre die 10 unser Schneider frei. Ich glaube eher, dass er hier auch noch einen Drilling hat mit Ass Bild. Sieht auch so aus. Ass Dame Pik wird er wohl noch haben. Ach, guck mal, er hat noch mehr abzugeben. Und irgendwo habe ich mich vergaloppiert. Er hat den Pikstich nicht dabei, aber war egal, raus sind wir auch so gekommen. So, guckt mal an hier. Jetzt wird's lustig. Keine Lusche, keine Reizung. Ich gehe rein. Kreuzbube, das ist gut. 14 runter. Ein Spiel mit Chancen und Risiken. Ich würde mal sagen, 70-30, dass sie ihn gewinnen, aber das muss erst bewiesen werden. Der Trumpfstich sieht sehr gut aus. Und das sieht richtig kacke aus. 44. Ich glaube, wir sind geplatzt. Wo Trumpf so ein freundlicher Stich läuft, steht da plötzlich Pik zu 4. Ich glaube, ich muss stechen. Die einzige Frage ist jetzt bei 44, ob ich schon auf dem blanken Pik Buben spielen muss. 3 Trümpfe fehlen noch, 2 Luschen, Pik Bube. Ein Herzstich gibt es natürlich auch noch, mindestens. Karo Bube zuerst, dann mit der Lusche gestochen. Karo Ass übernommen, dann mit der Lusche gestochen. Also ich glaube schon, dass Trumpf 2-1 steht. Ich glaube, er hätte mit dem Bauern gestochen, wenn er jetzt den Bauern blank, wenn er den einfach bestellten Bauern. Also muss ich nochmal unter durch. Ich muss nochmal einmal unter durch. Auf 48, jetzt kommt Trumpf zurück. Ja, und jetzt dürfen halt in Herz wirklich nur 10 fallen. Ne? 10 Damen in einer Hand, dann gewinne ich noch. Nee, 61 bei den Gegnern. Verfluchte Tat. Verfluchte Tat, Kreuz steht zu viert, Pik steht zu viert, ansonsten steht er glatt. Bah! Ja, das könnte schon das eine Unglück zu viel gewesen sein, ja. Ja, aber ich glaube, Pik König Schnitt ist Pflicht mit dem Blatt, das kannst du eigentlich nicht anders spielen. Du machst ja sonst noch gegen ganz andere Verteilung, die Tür und Tor auf.
Gut, Abwurf gegen eine stabile Beikarte gewinnen wir auch nicht mehr. Ich glaube, die Trumpf 10 kann ich hier nicht davon gehen lassen. Den kann er jetzt schwerlich schnippeln, weil dann wieder Herz käme und er dann keinen Trumpf von mir. Ah, er tut es trotzdem. Okay. Oh, Herz Ass ist natürlich jetzt auch wieder sehr viel. Okay, gut, den muss ich auch nehmen. Pik Ass hat er noch und wahrscheinlich ein Kreuz Drilling und noch einen Trumpf. Dann machen wir es. Trumpf zurück ist eine Idee. Und dann kann mein Partner ihn noch ins Pik Ass einspielen. Oder direkt ins Pik Ass einspielen. Nee, ich glaube, wir machen mal Trumpf jetzt zurück, um das Blatt weiter zu klären. Und jetzt Einschub Pik Ass oder nochmal Herz, okay. Bauen sowieso noch ein Kreuzsteher. Also jetzt kann er ihn schön ins Pik Ass einspielen und danach darf da halt nicht Kreuz Ass und 10 sein, sondern höchstens Ass und König. Ah, er hat aber Kreuz Ass 10. Dann gewinnt er natürlich. So, zwei Mann stehen gut und ich stehe richtig unter Druck. Und das Ganze mit nur einer unglücklichen Geschichte. Jetzt kommt zum Glück, muss man sagen, eine Karte, mit der ich mich wohl wieder ins Rennen reinkatapultiere. Den drücken wir jetzt mal eher auf die in der Sicherheitsvariante. Pik 10 oben wäre also auch nicht die beste Idee gewesen. Eigene Augen. Ich brauche nur ein Bild. Also das gibt es auf jeden Fall. Können wir auch auf Kreuz 2-2 mal so oben unten spielen. Ja, gut. Rauskommen sie ohnehin. Nehmen wir es mit. Das volle. So, ein kleiner Rückschlag, aber wieder den Weg eingeschlagen. 200. Ja, brauchen alle doch noch ein paar Punkte. 5 Spiele sind es noch. Ich sage jetzt mal so langsam hier mal. Oh, oh. War auch verfrüht, ne? Wir können Laola. Gott, ihr könnt schon mal Laola machen. Das könnt auch 2 Minuten Laola machen und dann ist die Karte richtig warm. So, den Kreuz werden wir aber auch nur sehr, sehr selten realistischerweise klein kriegen. Ja, wie könnte so ein Blatt überhaupt aussehen, das wir hier schlagen können? Vielleicht eine bestellte Karo 10. Oh, stinkt nach 7 Trümpfer mit Pik Drilling. Ich glaube, es war's schon. Hier kommt noch der Ableuchtestich, der Sicherheitszug und dann geht die Karte auf. So, Spieler 2, der ist schon kurz davor durch zu sein. Aber natürlich auch Spieler 1, Spieler 2, wenn sie gute Karten kriegen, werden sie sie natürlich auch nochmal mitnehmen. So, darauf haben wir doch gewartet. Das Ding müssen wir natürlich auch wieder mitnehmen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ein sehr schöner Ansatz. Ist ja schon kurz vorm Granghand, aber ich glaube, so verzweifelt bin ich dann tatsächlich noch nicht. Ich glaube, da wollen wir lieber noch mal wissen, was los ist. Es ist nichts, wir haben uns nicht verstärkt, gut, aber das wissen wir jetzt wenigstens. Jetzt haben wir eine Arbeitsgrundlage, um uns zu überlegen, ist das jetzt immer noch ein Grang, die 18er Reizung? Na, dass der jetzt deswegen nur einen Buben haben soll, glaube ich nicht mal unbedingt. Der hat vielleicht einfach nur mal 18 getestet. Kann auch gut 2 Bauern haben. Zieht die Bauern beim Grang, Partner wirft, zeige ich die Gegenfarbe, dann kommt 4-mal Pik im schlimmsten Fall. Also wenn das der Fall ist, dann werde ich ihn natürlich verlieren. Aber ich glaube, einen vollen drücken, dann verlierst du ihn in den anderen Varianten. Ich glaube, ich muss ihn trotzdem als Grang machen und hoffen, dass es nicht so beschissen sitzt. Wenn dann die Buben kommen und abgezogen werden, dann darf zumindest nicht Pik auch noch 4-1 stehen und direkt auf den Tisch kommen. So, Buben werden abgezogen, 14, 28. Gut, Pik steht nicht zu viert, das sieht man, sonst wäre die 10 schon direkt reingeflogen. 39. Pik steht doch zu viert, der hat 2 blanke Zehner, oder was? Ich werde verrückt.
Nee, ich habe mich vertan. Hab mich vertan. Er hat einen zweiten Pik mitbedient, ne? Boah, das einmal schütteln. Ich denke noch, er kann ja nicht Herz 10 erst legen und dann die blanke Pik 10. Ich hatte 2 gedrückt. Alles gut. Knapp gewonnen. Ein bisschen mit Schwitzen, wie es so sein soll. 340. Wir sind wieder auf der Spur. 3 Spiele noch. 1 brauchen wir noch. Oder 1 oder 2x 40. Nehmen wir dieses. Wollen wir da die 18 riskieren? Wollen wir die 18 antesten? 2 Chancen kommen noch. Die anderen brauchen auch noch. Ich glaube, wenn ich es für 18 kriege, liegt überragend drin. Die anderen brauchen auch noch was. Und 1 brauchen wir noch. Jetzt ist der Moment. Ja. Kreuz Ass. Das ist eigentlich so stark, wie wir es brauchen. Das würde ich sagen, hat ähnlich wie das vorhin irgendwo eine 70% Chance. Puh. /31, /37. Gut, einmal Trumpf, nochmal die Trümpfe rausnehmen auf 41. Jetzt brauchen wir natürlich schon den Doppelläufer. Nein, da kommt wieder der Doppelläufer nicht. Und Trumpf, Abzug 4, Trumpf. Ein Karo, jetzt muss Herz Ass bitte vor mir stehen. Sieht auch nicht so aus. Was hat Spieler 1 noch hinter mir? Den letzten Kreuz und Herz Ass, ne? Schön gespielt. 2 Spiele, die ich irgendwo bei 70% einklassifizieren würde. Beide bei 18. Bitter. Weiter geht's. Jetzt müssen wir. Und hätte man das gewusst, dass jetzt noch der kommt. Wobei, wir wissen noch nicht mal, ob wir ihn kriegen. Wir kriegen ihn nicht. Zum Knochenkotzen, würde Holger sagen. Und dem kann ich mich hier nur bedingungslos anschließen. Zum Knochen brechen, Kreuzhand. Und Karo, bitte. Dass mein Trumpf Asslein nach Hause geht. Heieiei. Nein, wieso spielt er nicht Karo weiter? Warum spielt er denn nicht Karo weiter? Das gibt's doch gar nicht. Gut, 63. Ja, Spieler 1 musste jetzt auch was tun. Schade jetzt auch für mich, dass er sich so entschieden hat. Da ist nach diesem fetten Gang auch gar nichts mehr gekommen und jetzt sieht es so aus, dass wirklich Spieler 2, der hat als letztes angefangen, hat ganz bescheiden seine Spiele gemacht, der sieht jetzt am besten aus. Bei mir kann es jetzt noch was werden, aber jetzt brauche ich noch natürlich noch mal ein Paket. Der ist schon mal raus, ich muss reizen, Spieler 1. Hat an sich, man weiß nicht, was er für ein Blatt hat, ne? Er hat an sich keinen Grund mehr auf, naja, gut, es geht noch um Geldpreis. Vielleicht ist er auch angefressen. Naja, vielleicht hat er auch eine gute Karte. Man weiß es nicht. Ich würde mir natürlich erwünschen, dass er jetzt gleich mal den Schnabel hält. Immerhin scheint es darüber, was nachzudenken zu geben. Ich krieg's für 20. Das ist gut. Die Findung ist auch gut. Ein Krang ist es nicht.
ja, müssen wir uns wohl mit dem Peak-Spiel begnügen und dann geht das große Zittern los. Erstmal müssen wir es gewinnen. Also wir spielen hier den Peak. Auf die Punkte gucken wir hinterher. Mhm. Ja, der sitzt auch irgendwie giftig. Aufgeflogen bin ich auch. Also Karo Abwurf hat mir in dem Moment keinen Vorteil verschafft. Hab fast das Gefühl, es ist 4 Trumpf sitzen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Da fehlt die Lusche. Aber gegen 4 Trumpf wird es wahrscheinlich sowieso schon schwer. Vielleicht muss ich doch entweder Kreuz Bube viel haben sie ja noch nicht, das muss man auch sagen. Kreuz Bube ziehen und wenn Trumpf zu viert steht, dann kann ich aber dann wahrscheinlich nur noch mit einer blanken gegen eine blanke Karo 10 gewinnen. Kreuz Bube und dann Karo Dame ist, glaube ich, der Plan. Ja, ja, Trumpf zu viert und Karo 10 auch nicht blank, ne? Herrlich, herrlich, herrlich. Also, zu früh gefeiert nach dem Motto, wir müssen auf die Punkte gucken. Mir fliegt dieses Spiel jetzt hier auch noch aus der Kurve vom Feinsten. Das Ding doch mit der blanken 10 spielen, kommt man ja im Leben nicht drauf. So, was hat er da noch? Hat er noch Trumpf Ass bestellt? Ich glaube schon, ne? Ne, Trumpf Ass ist längst weg. Trumpf Ass ist raus. Er hat noch 2 Trumpfen, vollen kriege ich nicht. Ist egal. Oh, was für ein trauriges Endspiel hier, 51, 192. Spieler 2, dem können wir gratulieren. Ich glaube, der müsste natürlich irgendwo bei 1300 angekommen sein. Der hat es geschafft. Und ja, was soll man sagen? Spiel, wir waren ja wirklich ganz dicht dran. Spiel 10, ja, muss man die 18 sagen. Wenn man weiß, was drin liegt, hätte ich sie ja immer gesagt. Die Findung war an sich gut genug. Die Verteilung 4 Trumpf dagegen, Kreuz, Doppelläufer kommt nicht und gleich Stechfarbe gefunden. Maximum schlecht. Spiel 11 hatte ich ein Riesenspiel, Spieler 1 hatte auch mehr dagegen, hat das Handspiel gereizt und Spiel 12, ich muss es nehmen, ich habe ein 2-Farben-Spiel mit 6 Trumpf, Ass zu 4, 10 im Keller, 4 Trumpf, Karo 10 bestellt. Puh, kann man den noch irgendwie anders lösen, kriegt man einen vollen, wenn man nicht Trumpf jetzt spielt, sondern direkt Karo Dame auch. Alles nicht so leicht, glaube ich. Dann, da hätte ich wahrscheinlich im ersten direkt stechen müssen. Aber ich glaube, der ist schwer gegen die Verteilung. Ich glaube, ich habe schon so auch auf eine Chance gespielt. Ja gut, da haben wir 190 rausgekriegt. Dann haben wir in der Summe knapp über 1000. Das wird jetzt also für einen Geldpreis reichen, aber natürlich nicht für das Ticket. Und die gute Nachricht ist, ja, dann wird es wohl mehr von diesen Formaten geben. Dann wird es eine weitere Monatsmission mit Sicherheit geben. Denn das kann man natürlich auf Dauer so nicht stehen lassen. Ich kann mich wieder ins Getümmel stürzen. Mensch, einerseits erfreulich, andererseits ein bisschen traurig. So, jetzt zum Runterkommen würde ich sagen, ja, ich nehme erstmal, hier ist ja gleich soweit, ich nehme die 18er jetzt mit, die 18er-Rangliste. Und wenn die gelaufen ist, das geht ja schnell in 20 Minuten, dann haben wir auch mit großer Sicherheit, nee, mache ich doch nicht, mache ich nicht. Ich melde mich hier mal wieder ab. Wir spielen noch eine Runde Sense Guard, 2-3 Runden und dann können wir mal gucken. Denn wir wollen jetzt, sonst sind wir jetzt noch mal fast eine halbe Stunde beschäftigt und dann möchte ich doch gleich mal gucken, wie das Ergebnis ausschaut. Dann überbrücken wir jetzt noch mit ein bisschen kleinen Spielchen zwischendrin. Ja, hier ist gleich wieder eine ganz andere, lockere Atmosphäre für mich. Ich merke das gleich, hier geht es um nicht so viel. Fällt es auch schon mal leichter, so eine 18 mit so einem Ansatz loszupiepsen.
Trumpfgleichstand erreicht. Aber er hat schon Herz Ass verhaftet. Oh, jetzt darf er nochmal stechen. Das ist nicht so schön für uns eigentlich. Tut er aber noch nicht mal. Er hat noch was in Pik abzutragen. Ja, schöner Bluff. Danke, Skifahrer, fürs Mitspielen. Karo 10 noch gedrückt. Na, dann ist es auch egal. Dann können wir es auch so rum machen. Trumpfrollen sind auch raus. War ja auch ein sehr gutes Spiel. Herz 10 und Karo 10 gedrückt. Nee, Herz 10 war eben noch da. 13 aber gedrückt. Gutes Spiel von Pocholo. So, da will ich also auch nochmal schweigen. So, jetzt kommt der Chat durch, ne? Die Verzögerung ist durch. Ihr seht das Elend. Gut. Immerhin. Wenn es auch was Gutes hat, Zuschauerrekord. Naja, geht immer aufwärts. Also, Quali vermutlich verpasst, aber trotzdem, Stimmung geht auch schon wieder. Das sind schon so Tiefschläge, ne? Die muss man erstmal so verdauen, aber bei mir geht die Stimmung schon wieder langsam nach oben. Schließlich war es einfach nur eine Runde Skat und ja, hinten raus einfach ein bisschen unglücklich. Natürlich kann man auch sagen, unglücklich entschieden. Musste man vielleicht gar nicht mehr 18 sagen, kann man sagen. So, hat er vielleicht mal 4 Karos dabei. Dass wir ihn direkt im Karo Ass erwischen. Nein, das ist nicht der Fall. Im Karo Ass erwischen wir ihn nicht. So, wo erwischen wir ihn denn? Kreuz wohl auch nicht. Tja, hat er vielleicht irgendwo wirklich mal einen Pik 10 aufwärts stehen? Nee, die Pik 9, aber die hält, weil ich die 8 habe. Glück für ihn. Ja, testen wir nochmal. Hat er vielleicht noch einen weiteren? Nee, hat er nicht. Der 0 geht nach Hause, würde ich denken. Zwei kleine Kreuz noch. Nee. Ich merke auch, ich bin immer noch in Gedanken, also so ganz lässt es einen dann doch nicht los. Wir machen vielleicht jetzt hier nochmal dieses Spielchen und dann, ich glaube, ich habe dann für heute doch genug Skat gesehen. Wie das so ist, das muss dann doch erstmal einmal ein bisschen verdaut werden. So, was ist hier los? Geht die Attacke gleich los? Ja, da geht die nächste Attacke los. Guckt euch das an. 31, 6 mal Pik. Ich gebe keinen Trumpfstich mehr ab, aber sie sind schon ganz schön weit gekommen. Jetzt habe ich das Spiel gewonnen. Herz scheint voll im Stock zu liegen. 31 haben sie schon. Dann können sie gerne in Kreuz nochmal. Ach komm, kürzen wir ab hier. Guck mal, Skifahrer hat mir das Ding. Wenn er da beim Handspiel jetzt, wo ich das Pik Ass blank habe, da darf er doch nicht Herz unter durchspielen. Da muss er das Herz Ass ja auf den Tisch legen und dann ist das Ding doch auch Geschichte. Womöglich hat er sogar noch, ne, Herz 10 nicht tatsächlich drin. Okay, das dazu und dann hier wieder zurück. Ich nehme mal eure Glückwünsche entgegen oder was immer ihr mir hier schreiben möchtet. Ja, Monika, wie lief es denn bei Susi? Ja, wer und Seven abfragt, wer ist Susi? Also, Susi ist meine Frau, die war auch qualifiziert. Ja, ich sitze aber hier unten und wir haben keinen Kontakt. Sie sitzt hier nicht links, sie sitzt nicht rechts. Also, ich war für euch jetzt da und ich werde gleich mich auch mal erkundigen, wie es denn bei meiner besseren Hälfte gelaufen ist, beziehungsweise wenn das Ergebnis gleich da ist, dann werden wir das auch ja, hier direkt überprüfen können. Holger-like. Hab gedacht, du glaubst nicht an Läufe. Nee, an Nasenläufe, glaube ich. Ne? Die zeigen sich auch immer sehr regelmäßig. Und ja, warum keine 18er? Weil ich euch nicht zu lange auf die Folter spannen will, weil ich an sich das Ergebnis nochmal einsacken möchte, mit euch teilen möchte und dann, ja, wie gesagt, dann
So, schreibt Rosita. So, mit ganz großem O. Ich schreibe mal ja. Was gibt's? Wir haben die Rocket-Mission. Ja, haben wir. Ach, guck mal, da ist übrigens Alibiho. Das ist meine Frau. Aber jetzt brauche ich sie hier, glaube ich, auch nicht mehr im Chat anzusprechen, sondern jetzt werden wir das gleich sehen. Wo sind die Ergebnisse? Rosita, sage uns, dass du die Ergebnisse freigegeben hast. So, Timo Boll stellt zu Recht fest, ich habe einen guten Manager gefunden, ne? Habe ich wirklich. Der Racing Warrior ist ein ganz treuer Zuschauer. Leute, jetzt geht's wieder mit dem Beef mit Fred los. Susi spielt hier, warum auch nicht? Ich habe auch mit Fred nicht irgendein Beef, ich habe nur nicht viel mit ihm zu tun. Und so, jetzt können wir gratulieren. Abby, Rober, Menüschreck, Waldheider, Spatz, Hase und Momo. Monika, du konntest ja heute gar nicht zuschauen. Glückwunsch, wie immer ohne Gewehr. Ja, die sieben haben es also hinter sich. Die brauchen hier nicht mehr in die Manege reinsteigen, in den Ring reinsteigen und sich da durchtreiben lassen. Die können sich jetzt ganz gemütlich zurücklehnen und uns anderen zuschauen. Und ja, ich werde jetzt mal gleich, warte mal, das Einfachste ist, wenn wir einmal verlassen gehen und auf den Kontostand gehen. Und guck mal, und dann geht die Laune doch wieder hoch. Es gab für diesen 12. Platz mit 2 Verlustspielen am Ende 172 Euro. Hier ist in den ersten Serien noch die Maskerade drin, das ist gar nicht so schlimm. Und hier können wir sehen, und das ist ja wirklich nicht zu fassen, guck mal, da geht der Platz bei 1114 weg. Ich war natürlich hier auf 1200 gepolt, was auch normalerweise der Fall ist. Halleluja, da hätte ich ja nur das letzte Spiel gar nicht mehr kriegen sollen. Warum hat denn in dem Fall der dusselige Spieler in Vorhand nicht meine 22 gehalten? Halleluja, das war ja wirklich eine Riesenchance, aber da kann man auch sehen, meistens geht das ein bisschen höher weg, da kann man auch sehen, wie knapp das manchmal ist und wo die Spannung in diesen Turnieren herkommt. Ach ja, und da ist übrigens Susi 2 Plätze hinter mir, Mensch, sie hätte sich doch nicht hinter mir tauchen müssen und sie hat vor allen Dingen, da kann man sehen, sie hat nur 1 verloren, ich 3. Ich hatte also offensichtlich viel, viel größere Spiele, sie hat nur kleine Spiele bekommen. So, und was wir auch sehen können, es gibt ja wirklich ein schönes Preisgeld. Und wie spricht man ihn? Zef, OO, wie auch immer, wer immer es ist, er war schon qualifiziert, hat trotzdem nochmal mitgemacht. Ne? Muss man sich ja auch erstmal geben, genauso wie Langnese. In dem Wissen, dass es hier auch in der Monatsmission richtig was zu greifen gibt. Und sie haben sich belohnt mit einem Preisgeld von 345 Euro, von 293 Euro. Yogi auch ganz knapp geschlagen. Allerdings, der wird sich sicher auch denken, Mensch, mit 7:0 1099 hat er sowieso nicht damit gerechnet, aber dafür ein schönes Taschengeld für die nächsten Missionen. So, wen haben wir hier noch? Kaffee und Kuchen, mein Kumpel hat auch nicht gebissen. Ein Spiel, guck mal hier, die ganze Crew hier, ein gutes Spiel hätte gereicht. Eine Fehlentscheidung mag es nur gewesen sein oder 2. Aber ja, es kann eben nur 7 Qualifikanten geben in jeder Runde. Ja, und wenn wir nach unten schauen, guck mal an, es gibt auch welche, die guck mal hier, 8, 8, 8, das ist auch eine ganz saubere Statistik. Bei Verlustspielen 8 Stück, das muss man auch erstmal schaffen. Also hatten wir alle hatten ihren Spaß auf diese oder jene Weise. Ja, und ich danke fürs Zuschauen und werde mich dann jetzt zur Ruhe betten und noch ein paar mal über meine Reizungen nachgrübeln und ob das denn nötig gewesen wäre. Bedanke mich hier in dem Moment gerade auch nochmal bei Badüt für das Abo. So baut ihr mich wieder auf. Ja, sehen wir uns morgen gewohnt ab 22 Uhr. Dann machen wir wieder eine 18er-Rangliste. Dann bin ich wieder bereit. Haut rein. Bis dann. Auf Wiedersehen.